So, willkommen zurück zu Final Fantasy 7, Folge 70 schon. Ja. Andere Leute spielen das Spiel in 70 Parts durch. Ich brauche halt ein bisschen länger. Macht ja nichts. Ja, in der letzten Folge haben wir den Boss besiegt. Mehr als knapp, möchte ich behaupten, ja. Tifa und Barrett waren tot und Cloud hatte noch 113 Leben. Läuft bei mir auf jeden Fall. Sonst wieder die komischen Leopardenviecher hier. Können die mir nämlich mal, ja. Okay, konnte ich wahrscheinlich nicht fliehen, weil echt einer tot war. Oder zwei tot waren in diesem Fall. Aber eigentlich kann man doch auch mit Toten fliehen, oder nicht? Ging das nicht so? Ach, ist ja auch egal, keine Ahnung. Also, ich habe keinen Bock zu kämpfen. Ich will weiter, weil jetzt, meine lieben Freunde, ja, ich denke, wir werden es vielleicht noch in der Folge sehen. Guck mal, wie ich hier rumrutsche. Sehr, sehr geil, denn es kommt bald wieder ein Story-Aspekt und jetzt wird es richtig, richtig cool. Von der Story her und alles, was jetzt so passiert. Das dürfte jetzt eigentlich passieren. Weil jetzt dürfte eine richtig coole Kamerafahrt kommen. Passt mal auf. Genau. Na, Kamerafahrt nicht direkt, aber es wird gleich was passieren auf jeden Fall. Ah, doch eine Kamerafahrt, okay. Oha. Na denn. Ein alter Krater. Etwas fiel vom Himmel und zerschellte hier. Hinterließ eine Narbe auf dem Planeten. Diese gesammelte Energie dient zur Selbstheilung des Planeten? Sephiroth nahm diese Energie und versuchte den Meteor zu benutzen. Beim nächsten Mal wird sie nicht so klein ausfallen. Ein Meteor ist hier eingeschlagen. Mir fällt gerade mal auf, ich sollte vielleicht mal wieder meine Notizen aufschlagen. Ich kann mich zwar nicht erinnern, hier was eingetragen zu haben, aber ich gucke lieber trotzdem nochmal nach. Ja, ich bin hier nämlich, pass mal auf, genau, das sind nämlich, ja, dann habe ich es richtig in Erinnerung, gut, ist egal. So. Was bist du denn für ein Viech? Okay. Verabschiede mich schon mal von Barrett. Hat Spaß gemacht, mit dir zu kämpfen, auf jeden Fall. Einfach totgekloppt. Was bist du denn? Die habe ich nur nie gesehen. Ja, jetzt bringt mir Heilung auch nichts mehr. Tiefer. Zu spät reagiert. Du blöde Schlampe. Aua. Hättest du das mal auf Barrett machen können, hätte er wahrscheinlich überlebt. Boah, ey. Ich muss mal echt einen Lebenszauber ausrüsten, ey. Verschwende ich nicht so viele Dinger. 2000 Schaden, das wäre mal mega geil. Aber platt getreten. Was soll das sein, Alter? Kratos. Augapfel rausreißen. Zehennägel ausreißen. Kisten öffnen, indem man die Vierecktaste hämmert. Jetzt setz doch mal deine Angriffe. Das ist doch jetzt echt nicht mehr lustig hier. Hallo? Bin ich in der Endlosschleife gelandet oder so? Ich glaube schon. Bam. Okay. Gut gemacht, Tifa. Ich bin stolz auf dich. So, ich werde jetzt mal Materia umrüsten hier. Können mich alle mal. Pass mal auf. Erstmal mache ich ihm die Feindtechnik weg. Und gebe ihr die Feind... Ah, Torus ist aber so geil. Gegenangriff kannst du auch behalten. Aber du kriegst... Keine Ahnung, Glück ist bloß nicht. So, dann kriegst du einmal Feind... Achso, das war die Lehre. Kriegst du einmal Feindtechnik. Dann sollst du auf jeden Fall mal deinen scheiß Schutz hier nicht mehr nehmen, weil du steckst hier wie immer alles ein. Obwohl... Ich behalte ihn doch, weil wenn Tifa nämlich die ganzen Dings abkriegt, dann stirbst du super schnell. Und sie ist die Heilerin. Also sie wird es gebrauchen können. Und ihm gebe ich jetzt... Achso, was habe ich denn gerade weggeworfen? Glücks Plus. Glaub schon, ja, kannst du ruhig. Kannst du ruhig haben. Achso, ich wollte ja. Achso, ich bin doof. Ganz ehrlich, Erde benutze ich sowieso nicht. Dann nehme ich jetzt nämlich einmal Leben oder wie das heißt.
Wiederbelebung. Kann ich das von hier auch zaubern? Ja. So, und dann gebe ich ihm auch nochmal ein Äther. Zwei Äther. Ja, so langsam sind Äther böse, also bringen kaum mehr was. Naja, was will man machen? Oh. Zurück zu Sephiroth. Oh mein Gott. Es ist Zeit, um mit Sephiroth abzurechnen, oder? Auch ich habe vieles wegen Sephiroth verloren. Sephiroth ist aber auch echt immer so ein Zungenbrecher. Los geht's! Alles klar. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, denn wir können hier irgendwo, ich glaube erst im nächsten Screen, ja, hier glaube ich, eine Materia finden, die es auch nur hier gibt. Und die manchmal notwendig ist, um eine spätere Materia zu finden. Und der Typ hat gerade Selbstmord begangen. Das ist ja wunderbar. Hier! Haben wir sie doch schon. Achso, ich muss wahrscheinlich... Hä? Ah. Materia Neo Bahamut. Jawohl, die ist sehr geil. Das heißt, ich werde sie auch gleich mal ausrüsten, denke ich, gegen... Bahamut. Wir haben ja Bahamut schon, stimmt. Neo Bahamut. Wir haben zwar Bahamut nie gezeigt, aber das ist mir egal. So, dann können wir hier nochmal speichern. Das ist auch eine schöne Sache. Ne, da habe ich nichts gegen. Sagen wir es mal so. Ich habe beim letzten Mal unten gespeichert, ne? Das heißt, wenn ich gleich kacke, muss ich auf jeden Fall... Nee, da habe ich ja die Folge ver... Oh Gott. Falls ich jetzt... Okay, das wird sowieso nicht passieren, aber falls ich jetzt die Aufnahme verkackt habe, muss ich die letzte Folge nochmal aufnehmen. Ha, das ist... Na super. So, endlich habe ich dich. Kia, das ist unglaublich. Das ist das verheißene Land, nach dem der Präsident gesucht hat. Aber ich werde der sein, der es bekommt. Irrtum, alter Mann. Also, dieses Land gehört niemandem. Hier wird die Versöhnung stattfinden. Alle werden hierher kommen. Ich frage mich, werden wir Sephiroth sehen? Oh mein Gott, ja. Ich bin aber gespannt, weil... es kommen ja noch Cutscenes und so. Das dauert richtig ewig. Ich hoffe, ich schaffe das in der Folge. Nein, nach meinem theoretischen Zeitplan muss ich in 2 Minuten ins Bett. Ja, okay, ey. Oh, shit. Na gut, ist ja auch egal. Wir müssen rüber, solange es windstill ist. Sonst werden wir weggefegt. Geil. So, genau. Nämlich mal ein bisschen gucken. Der Wind verschwindet. Ich kann rüber. Ja, okay, aber der eigentliche Spaß kommt gleich erst. Oha. Völkerwanderung. Erinnert mich ein bisschen an das Ende von Death Note. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Na gut. Muss ich halt morgen später zur Arbeit. Aua! Oh, ich bin traurig. Wir kämpfen übrigens dahin gegen eine Batterie. Finde ich auch sehr geil. Sie ist einfach umkippt. Geil. Okay, das ist der beste Angriff. Der beste Gegner und der beste Angriff, den es im Spiel gibt. Eine Batterie, die umkippt. Macht uns 64 Schaden. Eine komische Gremlins, die geht mir auf den Sackel, ist. Ganz im Ernst. Hier, komm, ey. Eine Batterie geht auch im Wasser kaputt, oder nicht? Alter, ihre Brüste sind aber auch groß, ne? Da kannst du echt nicht, da kannst du dich echt nicht beschweren. Triple Kill. Aber eigentlich blöd, weil, naja, werdet ihr gleich sehen. Genesung Level. Jetzt können wir Heilung 3 machen. Geil. Oh mein Gott. Okay, dann muss ich jetzt mal gucken. Objekt. Komm, gebe ich ihm einen Turbo-Ether, warum nicht? Warum nicht? Gott, wie die sich alle runterstürzen. Was ist falsch mit den Leuten, Alter? Bäh. 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 Kaiserfaust. Kaiser Chiefs. Geil. Ist aber kacke.
Die ist kacke. Ich mag Kack-Sachen nicht. Ich hoffe, ich kriege noch mal einen Speicherpunkt, weil irgendwie, ich glaube, die ganze Cutscene und alles, was gleich kommt, das schaffe ich niemals in 10 Minuten. Never ever. Vor allem nicht, wenn da noch Gegner ankommen, die mich irgendwie hier, keine Ahnung, nerven wollen. Aber du dürftest eigentlich sterben, oder? Richtig? Du Arschloch. Oberteil? Scheiß auf Oberteil. Da 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 da. Level up. Oben up. Oh Gott, da werden noch so viele Kämpfe kommen. Bleh. No. Ach komm, ey, fuckt euch, ich verpiss mich. Hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock auf euch. So einfach ist das. So, jetzt dürft ihr eigentlich entkommen, oder? Genau. Boah, ich hab's mir da leider raus, wann ich entkommen kann und wann nicht. So, nach 200 Spielstunden kann man das auch ruhig mal. Ne? Oh! So langsam wird's lächerlich. Batterie, Batterien, Batterien, ey. So, jetzt kommt nämlich der eigentliche Spaß. Jetzt wird es auf jeden Fall übel. Wir müssen nämlich jetzt gucken, dass wir hier vorbeilaufen, wenn nicht dieser grüne Nebel da ist. Ah, kacke. Ich hab's mir schon gedacht. Wenn wir nicht einfach verkacken, kommt nämlich immer schön ein Kampf. Ich glaube, es geht auch nicht unendlich lang. Irgendwann verschwindet der Nebel auch so. Ich habe keinen Bock auf Gegner, obwohl, doch. Kann eh nicht, den gerade gesehen, der ist sowieso super einfach. Der ist jetzt nämlich tot. Mit Ankündigung! Ich bin gut. Ja, ich weiß, Barrett ist mega low. Der Dude. Zauber. Heilung. Bam, bam. Als ob da schon der Bereich ist. Hilfe. Wow. Immer der gleiche Gegner. Ach komm, egal. Scheiß drauf, dann kriegst du den Killcloud. Ja, ist wieder doof von mir, ich weiß. Bam, bam. Nicht fürs Team denkend, aber ist mir egal. Oh. Okay. Och nein, jetzt habe ich wieder den Bug. Ja, den Bug gibt's manchmal. Ja, dass irgendwie dieser Wind da mega rumspackt. Oh nee, ey, jetzt, oh, jetzt verschwende ich hier auch wieder so viel Zeit, ey. Los, Barrett. Piu. Aber es ist ein guter Ort zum Trainieren. Aber ich finde den Nebel bald mal, wie wär's damit? Oh, backt wieder rum, ey. Ich krieg zu viel. Och, ey, das ist doch der größte Bullshit gerade. Nur weil der so komisch rumbackt, ey. Duh. Muss doch echt nicht sein jetzt. Danke, Wind, dass du wieder normal bist. Also halt. Oh! Was ist das für ein Bullshit gerade? Holy shit! Das klappt ja überhaupt nicht. Und jetzt Blödsinn gesehen. Mann, weil das gerade viel mehr verbuggt und scheiße ist, ey. Keinen anderen Grund gibt's dafür. Mann! Muss ich das Spiel ein neu laden oder was, ey? Geht der Bug am Ende schon wieder so weg. Danke! Hilfe! So. Das ist das Ende. Für euch alle. Nicht er schon wieder. Sephiroth! Das ist das Ende. Du hast recht, mein Körper hat seine Aufgabe beendet.
Er ist verschwunden. Er kann immer noch in der Nähe sein. ich finde ihn nicht. Unser Ziel ist es, die schwarze Materia zu unserem Meister zu bringen. Ich glaube, es hat so ein schwarzer Typ gesagt. Unser? Er ist entkommen? Das ist ein Speicherpunkt. Der Genovas Zellen trägt. Meister? Ich glaube, bevor wir das speichern können. Natürlich, Sephiroth. Hehehe. Steht ein weiterer Kampf gegen eine Genova-Form an. Und zwar gegen Mega-Abwehr. Rotes Licht, es leuchtet rot, oh mein Gott. Ach nee, wir können noch gar nicht Heilung 3 machen. Stimmt, das war ja bei Heilung so. Wir können erstmal Regeneration machen. Das können wir quasi zaubern und das wird dann... Ach, egal. Erkläre ich euch was anders. So, und zwar gegen Genova tot. Das klingt brutal. Ist es auch. Gleich mal als erstes. Einen Critical. Warum auch nicht? Natürlich blöd, dass Barrett jetzt irgendwie hier traurig ist. Ich mag traurige Barretts nicht. Schwarze, traurige schwarze Menschen sind... Das ist nicht... Alter. Angriff. Ich weiß nicht, ob Trine vielleicht sogar klüger wäre. Tropischer Wind. Klingt tropisch. Klingt exotisch. Nö, nicht unbedingt. Oh, Schweigen, das sehe ich nicht gerne. Ach, ich bin immun, du Arschloch. Sogar der Critical hat gelandet. Ja, komm, dann machen wir nochmal. Aqualung. Nochmal. Todesstoß. So sieht das hier nämlich aus. Und nochmal Angriff. Bam. So macht das Spaß. So, dann wieder Mega-Abwehr. Die brauchen wir nämlich nochmal. Also wieder mega schnell und mega geil. Mega schnell und mega geil ist nämlich gut. Komm, mach mal auf tiefer, weil dann kriegt die bald ihr Limit-Break. Ich mach mal Heilung 1. Genau, und Regeneration stellt HP allmählich wieder her, genau. Also wir können das dann quasi anwenden und unsere HP werden immer geheilt. Ich glaube aber auch nicht für immer. Also so ganz langsam steigt es wieder auf. Wenn man natürlich im drastischen Bereich ist, macht das wenig Sinn. Aber wenn man halt easy Kampf vor sich hat, dann kann man das gerne machen. Aber es hält auch nicht für immer. Also irgendwann hört das dann auch auf. Jetzt reicht's aber mit dem roten Licht, ey. Sogar der traurige Barrett ist gleich im Limit Break, ey. Heiliger Scheiß. Komm, dann letzte Aqualung für heute. Hast du nicht gezaubert, sag mal? Doch, aber nicht so viel. Tropischer Wind klingt wieder exotisch. Ach so, Heilung 1 habe ich gemacht, ne? Das stellt ja irgendwie voll wenig wieder her. Schweig bitte nicht auf den Falschen. Och, Mann. Hat funktioniert, ich hasse dich. Komm, mach jetzt mal Heilung 2. Wo, jetzt brauchst du es eigentlich auch nicht. Ich bin der Meister der verschwendeten der Zauber. Aber seht ihr, der Boss ist einfach. Warum der Boss so einfach ist, das erkläre ich euch später. Und zwar sehr viel später. Hihi. Jetzt habe ich alle drei kurz vorm Limit Break. Jetzt macht's auch mal fertig hier. Danke. Jetzt stirbt er, oder was? Granate. So, mal gucken. Neues Limit Break, ja. Neuer Limit Break. Whatever. Oh, tiefer ist auch. Oh mein Gott, ich bin so gut, ey. Und er auch. Okay, das dürfte, glaube ich, Dead End für ihn sein.
Mal gucken, wann er zuerst stirbt. Bam! Grenade Feuer. Fausthagel. Piu, 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 piu. Rückwärtssalto. Piu. Wasserkick. Bam. Und mein Gott, er lebt immer noch. Das macht mir ein bisschen. Macht ein bisschen stutzig. Bada, 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 bada. Dankeschön. Meteorring sieht sehr geil aus, wie ich finde. Mega-Abwehr ist echt Gold wert. Gegenangriff Level Plus. Okay. Spiegelring. Na denn? Genovas Zellen. So ist das also. Die Wiedervereinigung. Nicht Sephiroth? Du meinst, es war nicht Sephiroth, dem wir auf den Fersen waren? Ich erkläre es später. Im Moment habe ich nur eins im Kopf. Sephiroth zu besiegen. Aber Sephiroth ist... Er ist hier. Der echte Sephiroth ist direkt da. Es ist boshaft und grausam. Aber es setzt einen starken Willen im Innern der Wunde des Planeten frei. Schlüsselobjekt, schwarze Materia. Die schwarze Materia ist wieder unser. Jetzt müssen wir nur noch Sephiroth besiegen. Mensch, das ist ja wenig. Wir sollten schwarze Materia nicht länger behalten. Warum geben wir sie jemandem zum Aufbewahren? Diva. Obwohl, eigentlich ist er wirklich klug wegen Clouds Gestörtheit. So, wir haben jetzt, um es jetzt mal zu verraten, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können es entweder Barret, bin mir mal ganz sicher, auf jeden Fall Red, also Nanaki geben, oder Barret, meine ich. Sephiroth, was für ein Irrer. Okay, doch nicht, hab ich gehört. Dann war das, glaube ich, Kate Sith, kann das sein? Nein, nicht, ich war, halt doch die Frisse. Ich will nichts mit der schwarzen Materie zu tun haben. Wie wär's, wenn du die schwarze Materie behältst? Ich glaube nicht, dass ich, oder Sid? Ich und schwarze Materie, ich und, okay, achso, weil Barret in meinem Team ist wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Nee, dann geben wir es auf jeden Fall Red. Die schwarze Materie geben. Yes, hätte ich sowieso gemacht. Ich soll die schwarze Materie an mich nehmen? Okay, ich verstehe. Gib es niemandem. Ich verlasse mich drauf. Okay. Sephiroth, was für ein Irrer. Los, suchen wir Sephiroth. Wir gehen zuerst. Ihr bleibt hier und haltet Wache. Alright. Kann ich jetzt speichern? Ja, dankeschön. Und ich kann mir jetzt noch hier wunderschön die Materia MP Turbo holen. Was witzig ist, weil auf der Karte gelb ist, aber es eigentlich eine pinke Substanz ist. Aber hey! So, dann gehe ich jetzt. Ich drücke jetzt erstmal hier speichern, ja, bevor ich da aus Versehen bei der Truhe öffne und dann gleich in das Ding reingehe. Obwohl, wir heben uns das für die nächste Folge auf. Boah, dann haben wir voll Spannung für die nächste Folge. Geil. Cliffhanger. Es ist eh wahrscheinlich wieder nur scheiß Elixier oder so. Gut, dann drücke ich hier mal speichern und dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. In der nächsten Folge gibt es sehr viel Story und sehr viel Cutscene und es wird richtig, richtig, richtig geil. Eigentlich so ziemlich meine Lieblingsszene in dem Spiel. Fast. Mal überlegen. Ja, doch, kommen wir dem Ganzen schon sehr nahe. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, ich habe meine Notizen genau auf meine Tastatur gelegt, wo mein Aufnahmeknopf ist. Da muss ich mal kurz weglegen. So, jetzt. Bis denn. Ciao.